Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Nur ist das noch einmal. Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornstein raucht. Hallo allen von Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Eine der letzten Folgen, unserer letzten Folgen, hieß ganz einfach einen Antrag stellen. Und wenn man den Antrag gestellt hat, dann kommt als erstes, nein, kein Geld, sondern eine Maßnahme. Und weil die Schulungsleiterin, die ich kennengelernt habe, vielleicht kennen Sie sie auch, die Schulungsleiterin Frau Peininger sich auf der Bühne noch besser macht als beim Lesen am Tisch, kommt hier ein kleiner Einspieler von euch, eine Spielszene, fast 10 Jahre alt, immer noch aktuell. Nur die erwähnte Vollsanktion darf jetzt, also der komplette Entzug der Lebensgrundlage, wurde inzwischen vom Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt und verboten und darf nur noch in Ausnahmefällen verhängt werden. Was ist die Ausnahme? Wie viele Ausnahmen gibt es? Wer bestimmt, was eine Ausnahme ist? Hier kommt erstmal Frau Peininger, aufgenommen 2012 im Café La Bohème in Berlin. So, meine Damen und Herren, dann fangen wir mal an. Mein Name ist Peininger. Und ich bin Ihre Schulungsleiterin für die nächsten 3 Wochen. Sie haben ja alle Ihre Gründe, weshalb Sie hier sitzen. Na, ich will die auch gar nicht wissen, aber ohne Grund sitzt keiner von Ihnen hier. Und keine. Stimmt's, junge Dame da vorne? Schaut so verschlafen, die junge Dame. Aber das wird sich schon noch ändern hier. Ich sage immer, wer alles getan hat, um sich nach unten zu arbeiten, kann auch etwas tun, um sich wieder nach oben zu arbeiten. Immer schön positiv denken. Also. Schauen wir mal, was aus Ihnen noch zu machen ist. Da müssen wir erst mal ein paar Grundlagen schaffen. Sie sitzen hier zur Verbesserung Ihrer Eingliederungschancen. Das ist mal das Erste. Die Agentur für Arbeit zahlt das, dass Sie hier sitzen dürfen. Die Argen zahlen das. Das machen Sie sich mal klar, bevor hier jemand anfängt zu meckern. Und dafür erwarten wir, fördern und fordern, pünktliches Erscheinen und fleißige Mitarbeit. Auch von Ihnen, mein Herr, das ironische Lächeln sollten Sie mal ganz schnell abstellen. Ein Anruf und Sie haben eine Sanktion. Also, wollen Sie arbeiten? Ja? Ja? Na dann mal alle zusammen. Wir wollen arbeiten. Na gut, dann wissen Sie ja, warum Sie hier sind. Motivationstraining. Aber zunächst einmal möchte ich Sie noch mit ein paar Gesetzestexten vertraut machen. Natürlich müssten die Ihnen bekannt sein, aber ich kenne ja meine Pappenheimer. Das erste ist die Erreichbarkeitsanordnung der Bundesagentur für Arbeit, Paragraph 1, 2. Der Arbeitslose, natürlich die Arbeitslose, das muss man ja immer heute dazu sagen, hat deshalb sicherzustellen, das Lachen wird Ihnen schon noch vergehen,
dass das Arbeitsamt ihn oder sie persönlich an jedem Werktag am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der benannten Anschrift durch Briefpost erreichen kann. Da ist nichts mehr mit zu Tante Martha fahren. Aber Sie haben ja sowieso kein Geld und außerdem sind Sie die nächsten 3 Wochen hier bei mir. Um Ihnen jetzt noch die Rechtsfolgenbelehrung der Eingliederungsvereinbarung nahezubringen. Mal schauen, ob das geht. Die Technik in diesem Arbeitsamt ist nicht immer die beste. Man muss auch mal Kritik üben. Die Eingliederungsvereinbarung, die Rechtsfolgenbelehrung. Bei einer meiner Spielszenen auf der Lesereise habe ich mal gesagt, nach den Erfahrungen, die ich bei und mit Hartz IV gemacht habe, kann ich nicht mehr heimisch werden in dieser Gesellschaft. Und der Bürgermeister in der Stadt, wo ich damals aufgetreten bin, hat mich gefragt, was müsste passieren, damit Sie sich wieder heimisch fühlen können. Und ich habe damals gesagt, dass die Grundrechte wieder für alle Menschen in diesem Land gelten. Und jetzt zurück zu Frau Peininger. Sie erläutert die Hartz IV-Rechtslage. Natürlich haben Sie ja alle die Eingliederungsvereinbarung unterschrieben. Aber für die, die immer nicht lesen, was Sie unterschreiben, lasse ich das doch einfach nochmal rumgehen. Sie können es dann ja wieder zu mir zurückgeben. Das Gesetz sieht bei pflichtwidrigem Verhalten unterschiedliche Leistungs... Oh, das war die Arbeitsagentur. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Hier ist es. Da fangen wir noch einmal an. Man kann es nicht oft genug hören. Sieht bei pflichtwidrigem Verhalten unterschiedliche Leistungskürzungen vor. Die Leistung kann danach auch mehrfach nacheinander oder überschneidend gekürzt werden oder ganz entfallen. Erstens Grundpflichten. Eine Verletzung Ihrer Grundpflichten liegt vor, wenn Sie sich weigern, die in der EV festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen. Oder wenn Sie sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit Beschäftigungszuschuss geförderte Arbeit, ein zumutbares Sofortangebot oder eine sonstige in der EV festgelegte Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen. Oder wenn Sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oder Anlass für den Abbruch geben. Bei einer Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld II um 30% der für Sie maßgebenden Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 20 SGB II abgesenkt. Bei der ersten wiederholten Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld II um 60% der für Sie maßgebenden Regelleistung abgesenkt. Zum Leben bleiben Ihnen damit monatlich 124 Euro, von denen auch noch Strom, Warmwasserversicherungen, Nahverkehr, Praxisgebühren, Medikamente und natürlich Lebensmittel zu zahlen sind. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung entfällt der Anspruch auf ALG II vollständig. Damit sind Sie dann auch nicht mehr krankenversichert. Zweitens, Meldepflichten. Sie sind auch verpflichtet, sich bei Ihrem Träger oder einer sonstigen Dienststelle des Trägers persönlich zu melden und zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, falls Ihr Träger Sie dazu auffordert. Sanktionszeiträume wegen Verletzungen von Grund- und Meldepflichten können sich überschneiden. Beispiel: 10% Kürzung aufgrund erster Verletzung der Meldepflicht vom 1.5. bis 31.7. und 30% Kürzung aufgrund einer Verletzung der Grundpflichten vom 1.6. bis 31.8. In den Überschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert. Bei vollständigem Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II werden auch keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Sie können sich dann selbst am Blinddarm operieren, meine Damen und Herren. Ihren Grund- und Meldepflichten müssen Sie auch während eines Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn der Anspruch wegen einer Sanktion vollständig weggefallen ist. Sie
Kindern von Luft und Liebe, meine Damen und Herren. Das machen Sie sich doch bitte klar. Bis morgen. Und was sagt Frau Lieber zu all dem? Zu Hartz IV? Na, sagt sie, braucht man nicht Harz, braucht man mehr Herz. Ganz anders klingen allerdings die Stimmen aus Politik und Wirtschaft. Hier eine Zitatensammlung zu Hartz IV. Und diese Sammlung beginnt schon lange vor Hartz IV. Wir können die Zukunft nicht dadurch sichern, dass wir unser Land als kollektiven Freizeitpark organisieren. Helmut Kohl, damaliger CDU-Kanzler 1993. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Gerhard Schröder, damaliger SPD-Kanzler 2002. Und Philipp Missfelder, CDU, sagte 2008, die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze ist ein Anschub für die Tabak- und Spirituosenindustrie. Aber es gibt ja auch Feste für Hartz-IV-Beziehende. Hier hast du auch etwas zu trinken, sagte Bremens damaliger CDU-Bürgermeister Peter Gleustein 2005, als er bei einem Weinfest einem Obdachlosen Sekt über den Kopf schüttete. Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spät römischer Dekadenz ein. Das war Guido Westerwelle, damaliger SPD-Außenminister 2010. Mehr Eigenverantwortung, weniger soziale Hängematte, Wolfgang Schäuble, CDU 1994. Es gibt auch Menschen, die haben ganz gern die Hängematte, Thilo Sarrazin, ehemaliger Berliner Finanzsenator, SPD 2006. Das sind dekadente Erscheinungen, da nehme ich kein Blatt vor den Mund, Guido Westerwelle, 2010. Diese üppige Ausstattung des Regelsatzes mit Geld für Nahrungsmittel ist mit den Zielen der Sozialhilfe nicht erklärbar. 68 Euro im Monat sind für eine ausreichende, gesunde, abwechslungsreiche Kost ausreichend. Ungefähr so Professor Dr. Friedrich Thiessen, Wirtschaftswissenschaftler. 2008. Vorrang für die Anständigen. Wolfgang Clement, damaliger Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, SPD 2005. In der Broschüre Vorrang für die Anständigen. Gegen Missbrauch, Abzocke und Selbstbedienung im Sozialstaat. Das Gefühl, dass man irgendwo nicht mehr notwendig ist, das ist das Problem, sagte Thilo Sarrazin 2006 und fügte hinzu, ein Hund will auch wahrgenommen werden von seinem Herrchen. Kalt duschen, sagte er, ist doch eh viel gesünder. Ein Warmduscher ist noch nie weit gekommen im Leben. Katja Kipping, Die Linke, 2009, sagte, Hartz IV ist ein Armuts- und Ausgrenzungsgesetz und gehört abgeschafft. Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft, Gerhard Schröder, 2001. Und Joachim Gauck, späterer Bundespräsident, sagte 2010, wir stellen uns nicht gern die Frage, ob Solidarität und Fürsorglichkeit nicht auch dazu beitragen, uns erschlaffen zu lassen. Wenn Sie sich waschen und rasieren, haben Sie in 3 Wochen einen Job, sagte Kurt Beck, damaliger SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 2006. Wer sich dem verweigert, dem müssen die Mittel gekürzt werden, Guido Westerwelle 2010. Oder in Wiederholungsfällen ganz gestrichen werden, Horst Seehofer, bayerischer CSU-Ministerpräsident 2010. Arbeitslose sollten ja auch schon Ratten jagen. Vor allem Leute, die sonst auch Flaschen sammeln, könnten dann für jede tote Ratte 1 Euro bekommen. Henner Schmidt, FDP, 2008. Ja, 50 tote Ratten?
und Sie haben ein bisschen Zubrot. Wir müssen in der Familienpolitik völlig umstellen. Weg von Geldleistungen, vor allem bei der Unterschicht. Es ist nämlich zu befürchten, dass sie zur überdurchschnittlichen Vermehrung jener bildungsfernen und von Transfers abhängigen Unterschicht beitragen, welche die Entwicklungsaussichten Deutschlands verdüstert. Thilo Sarrazin, 2009 und 2010. Und Joachim Gauck sagte 2010, als Bundeskanzler Schröder einst die Frage aufwarf, wie viel Fürsorge sich das Land noch leisten kann, da ist er ein Risiko eingegangen. Solche Versuche mit Mut brauchen wir heute wieder. Es kann aber kein funktionierendes Arbeitslosenhilfesystem geben, das nicht auch ein Element von Abschreckung enthält. Roland Koch, damaliger Landesvorsitzender CDU Hessen 2010. Vielleicht müssen wir auch dazu kommen, dass Hartz-IV-Empfänger auf jeden Fall ein paar Stunden arbeiten müssen, sagte Volker Kauder, damaliger Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion 2006. Alle arbeitsfähigen Langzeitarbeitslosen müssen sich dann jeden Morgen bei einer Behörde zum Gemeinschaftsdienst melden. Ist das die richtige Zeit? Ja, doch, das ist die richtige Zeit. Stefan Müller, CSU, 2006. Und werden dort zu regelmäßiger, gemeinnütziger Arbeit eingeteilt. 8 Stunden pro Tag, von Montag bis Freitag. Wer sich verweigert, muss mit empfindlichen finanziellen Einbußen rechnen. Und Horst Seehofer 2010. Wer ein Arbeitsplatzangebot oder eine notwendige Qualifizierung ablehnt, dem müssen die Sozialleistungen gekürzt oder in Wiederholungsfällen komplett gestrichen werden. Da haben wir in Deutschland noch nicht die letzte Tapferkeit entwickelt. Es geht nicht um Bestrafung. Es geht hier darum, entlang von Zumutbarkeiten Gestaltung vorzunehmen. Gerhard Schröder 2002. Meine Politik fördert die Fleißigen, schützt die Schwachen und bestraft die Faulen. Guido Westerwelle 2003. Wenn einige Hartz-IV-Kunden keine Lust haben und keine Leistungsbereitschaft zeigen, müssen endlich die Daumenschrauben angezogen werden. Oliver Möllenstedt, FDP, 2010. Es ist nun einmal so, dass dort, wo Müll ist, Ratten sind. Und dass dort, wo Verwahrlosung herrscht, Gesindel ist. Das muss man in der Stadt beseitigen. Klaus Rüdiger Landowski, CDU, 1997. Biologen verwenden für Organismen, die zeitweise oder dauerhaft zur Befriedigung ihrer Nahrungsbedingungen auf Kosten anderer Lebewesen leben, übereinstimmend die Bezeichnung Parasiten. Wolfgang Clement 2005 in der genannten Broschüre Vorrang für die Anständigen. Leistung muss sich wieder lohnen. Guido Westerwelle 2010. Wer würde ihm nicht beipflichten? Alle Bezieher von Hartz IV sollen dafür arbeiten. Wolfgang Franz, deutscher Volkswirt 2010. Und der Hartz-IV-Aktivist Ralf Böß sagte 2011, die Eingliederungsvereinbarung ist ein Dokument der deutschen Schande. Wer arbeitet, soll etwas zu essen haben. Wer nicht arbeitet, braucht nichts zu essen. Der damalige Bundesminister für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, 2006. Der damalige hessische CDU-Justizminister Christian Wagner, Justizminister, sagte 2005, die elektronische Fußfessel bietet auch Langzeitarbeitslosen die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren. Professor Götz Werner, Gründer der DM-Kette 2010, sagte, Hartz IV ist offener Strafvollzug. Es ist die Beraubung von Freiheitsrechten. Hartz IV quält die Menschen, zerstört ihre Kreativität. Peter Oberender, Volkswirtschaftsprofessor, sagte 2006,
Wenn jemand existenziell bedroht ist, weil er nicht genug Geld hat, um den Lebensunterhalt seiner Familie zu finanzieren, muss er meiner Meinung nach die Möglichkeit zu einem geregelten Verkauf von Organen haben. Auch damit kann man sich dann ein paar Scheine verdienen für so ein Nierchen. Es gibt sicher auch Fälle, sagte Uwe Nebel, stellvertretender Leiter der Bochumer Arge 2005, wo man die Härte sieht, aber wo man das Gesetz ausführen muss. Und jetzt kommen wir zu Arm und Reich vor acht. Heute berichten wir über den Lebensstandard in Corona-Zeiten. Meldung der Stiftung Offroad Kids. Wir haben 2474 Hilferufe von verzweifelten Straßenkindern und jungen Menschen erhalten, die in Deutschland akut von Obdachlosigkeit bedroht sind. Das waren doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Sozialarbeiter von Offroad Kids haben bislang 7100 Betroffene bis 27 Jahre vor Obdachlosigkeit bewahrt. Nach einer früheren Erhebung des Deutschen Jugendinstituts haben in Deutschland etwa 37.000 junge Menschen bis 26 Jahre keinen festen Wohnsitz. Die Bundesregierung hat den Regelbedarf für einen alleinstehenden Erwachsenen für das Jahr 2021 errechnet. Er beträgt laut Bundesregierung 446 Euro pro Monat, also nicht ganz so viel, wie ich hier in der Hand habe. Die Diakonie legte eine alternative Berechnung vor. Sie ergibt einen Regelbedarf von 579 Euro zuzüglich Stromkosten, weißer Ware wie Kühlschrank oder Waschmaschine und weitere gesondert zu beantragende Leistungen. Nach Erfahrungen der Berliner Fachstelle für Integration und Migration der Arbeiterwohlfahrt, AWO, ist in den Jobcentern die Haltung verbreitet, dass Aufstockung eigentlich immer Leistungsmissbrauch sei, trotz anderslautender Rechtslage. Die Gewerkschaft Verdi erwartet eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den strukturellen Problemen der Machtausübung in Jobcentern, die Beschäftigte in ausweglose Situationen bringen. Nach einer Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege liegt fast die Hälfte der rund 400 bundesweit befragten Beratungsstellen Berichte vor, wonach EU-Bürgerinnen aus Osteuropa bereits in der Eingangszone von Jobcentern abgewiesen worden seien und somit keinen Antrag auf Hartz IV stellen konnten. Die Abweisung passiere häufig pauschal ohne Begründung oder mit dem Hinweis, ihre Deutschkenntnisse wären nicht ausreichend oder eine dolmetschende Person wäre nicht dabei, was eindeutig rechtswidrig sei. Christoph Butterwegge, ehemals Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln, stellte fest, sozial bedingte Vorerkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes oder Raucherlunge, katastrophale Arbeitsbedingungen, beispielsweise in der Fleischindustrie, sowie beengte und hygienisch bedenkliche Wohnverhältnisse erhöhen das Risiko für eine Infektion und einen schweren Krankheitsverlauf beträchtlich. Die Hauptleidtragenden der Pandemie sind die überwiegend einkommens- und immunschwachen Obdach- und Wohnungslosen, aber auch andere Bewohner und Bewohnerinnen von Gemeinschaftsunterkünften wie Strafgefangene oder Geflüchtete. Ähnliches gilt für Suchtkranke, Erwerbslose, Geringverdienende oder Kleinstrentnerinnen.
Unter dem Druck der Corona-Krise, die zu Einkommensverlusten durch Kurzarbeit, Geschäftsaufgaben und Arbeitslosigkeit geführt hat, kauften mehr Familien bei Lebensmitteldiscountern ein, wodurch die Besitzer solcher Ladenketten, die ohnehin zu den vermögendsten Deutschen gehören, noch reicher geworden sind. Hingegen haben viele kleine Einzelhändler während des Lockdowns wegen der Schließung ihrer Läden und ausbleibender Kunden die Existenzgrundlage verloren. Laut der International Labour Organization, ILO, ist aufgrund der Pandemie-Maßnahme der Lebensstandard von 1,6 Milliarden Menschen in Afrika, Asien und Südamerika gesenkt worden. Mehrere hundert Millionen Menschen sind aus ungeregelten Arbeitsverhältnissen entlassen worden. Die Zahl der in Armut lebenden Menschen hat sich laut Oxfam seit März 2020 um 200 bis 500 Millionen erhöht. Die Zahl der akut an Hunger leidenden Menschen hat in derselben Zeit um 130 Millionen zugenommen. Und wenn Sie jetzt gerade den Rettungswagen gehört haben, das war das richtige Hintergrundmusik. Stefan Lessenich lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München politische Soziologie. Er sagt, Hartz IV gilt der Mehrheit als Problem der anderen, fast wie der Hunger in Afrika. Bis zum nächsten Mal.